Ich bin aber echt mal gespannt, wie sich das jetzt auswirkt, weil wir mit dem anderen ein Abweichler geworden sind. Weil die Amanda existiert anscheinend nur in seinem Programmspeicher. Hm? Die scheint eigentlich gar keine reale Person zu sein. Bei Connor meine ich. Naja, ich bin echt mal gespannt. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen, ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Ich will diese Bombe nicht zünden. Wenn es passiert, tut es mir jetzt schon leid. Aber ich will das nicht. Entscheide über Connors Schicksal. Wo ist denn Connor? Connor? Ey, jetzt können wir nicht abschießen. Das geht nicht. Mit den Abweichlern eingehen. Also treiben sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Die Armee hat 5 Lager im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Ja, jetzt heißt es Krieg. Sie bereiten einen Genozid vor. Wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Ich hasse was immer du wählst. Ich hasse so Entscheidungen. Wir folgen dir. Ich folge dir, Marcus. Wohin du auch gehst. Wir ziehen in den Krieg. Es reicht jetzt. Wirklich, wir haben es versucht. Ich kann. Wenn wir jetzt wieder die Beine stillhalten, wird in Anführungszeichen jetzt hier unser Volk zerstört. Und das können wir eigentlich nicht zulassen. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Ah, das ist sehr freundlich. Ich hoffe nur, dass ich auf den richtigen Weg gehe. Aber eigentlich sind wir stärker wie die Menschen. Also müssten wir eigentlich gewinnen. Ich sage es immer wieder gerne. Ich wollte das nicht, dass es so weit kommt. Aber ja, es kommt halt eben so. Es ist jetzt meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife-Tower eindringen?
Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. So, und jetzt? Und jetzt? Ah, da hinten haben wir noch einen. Ich würde mich mal interessieren, was jetzt passiert wäre, wenn... Oh, er hat keinen Kopf mehr. Naja. Was passiert wäre, wenn wir ihn gefangen genommen hätten? Das würde mich mal interessieren. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Immerhin folgt uns jeder, das ist schon mal sehr gut. Sehr gut und sehr wichtig. Wo müssen wir hin? Ja, ich weiß selber nicht mal, was ich mache, aber wir informieren schon mal die Leute, ne? Wer kennt's nicht? Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Oh Leute, ich weiß es nicht. Was sollen wir machen? Öffentliche Meinung ist skeptisch. Marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Boah, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Wenn wir angreifen, herrscht Krieg. Wenn wir marschieren, könnte sich das öffentliche Bild wenden. Aber wir könnten alles verlieren. Aber wir könnten natürlich auch friedlich demonstrieren und dann, wie das letzte Mal, dann auf einmal angreifen, ne? Ich glaube, ich gehe diesen Weg. Ich weiß. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Ein letztes Mal. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ah, ich bin gespannt. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt.
Die Elektronik ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Wird eine Ladung medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Bitte! Madam President! Madam President! Bitte! Bitte! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Wir hätten doch den Krieg wählen sollen, glaube ich. Ich bin mir echt unschlüssig. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Wenn das hier klappt, haben wir unsere Armee. Die Tür ist cool. Also das Tor, das gefällt mir richtig gut. Ich bin mal gespannt, ob das hier gut geht. Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Ich weiß gar nicht, warum wir so mit der Öffentlichkeit so hinterherhinken. Wir haben ja eigentlich nichts gemacht. Wir waren immer eigentlich auf der Seite der Öffentlichkeit. Cooler Tower. Immerhin gibt es hier sogar ein paar Bäume. Ich weiß nicht, ob es scheint doch real zu sein. Frischluft. Wer kennt's nicht? Nicht aktivieren, nein.
Er wird jetzt 100% zerstört. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Heute klappt es deutlich besser wie das letzte Mal. Natürlich, er muss wieder übertreiben. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. So, wir müssen jetzt den Bahnhof erreichen. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen.